mal um. Dreh dich um. Willkommen zurück auf unserem Kanal und willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, ich bin noch ein bisschen müde, entschuldigt, wie ich aussehe. Ich bin wirklich gerade vor 10 Minuten aufgestanden. Wir haben jetzt heute Dienstag. Heute ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Tag in meinem, aber ganz besonders in dem Leben meiner allerbesten Freundin. Und zwar ist heute die standesamtliche Hochzeit von der Julit und ich bin so aufgeregt. Ich glaube, dass ich mehr aufgeregt bin als sie. Jedenfalls dachte ich mir, nehmen wir euch heute wieder so ein bisschen mit. Ich bin, wie gesagt, gerade vor 10 Minuten aufgestanden. Wir haben jetzt 6.30 Uhr. Habe noch nichts gemacht außer Zähne geputzt, wobei meine Haare sehe ich gerade eigentlich ganz okay aussehen. Aber mir ist richtig schlecht. Ich bin einfach nicht so ein Frühaufsteher. Ja, ich muss mich auf jeden Fall jetzt fertig machen. Ich muss ein paar Sachen vorbereiten. Also es gibt noch einiges zu tun, bevor wir losfahren. Aber ich bin, oder vielleicht habe ich auch einfach Bauchschmerzen, weil ich aufgeregt bin. Ich weiß nicht. Crazy, ist meine beste Freundin, mit der ich zur Schule gegangen und heute heiraten würde. Das ist einfach unvorstellbar. Aber ja, Kobi ist jetzt noch oben am Schlafen, deswegen rede ich so ein bisschen leise. Ich werde auf jeden Fall erstmal in die Küche gehen und so ein bisschen was vorbereiten. Fertig machen werde ich mich später. Und ich habe Hunger. Egal. Ich war gestern einkaufen, weil ihr habt jetzt gerade gesehen, ich mache halt so Käse- und Traubenpizza und Tomate- und Mozzarella-Pizza. Und habe den Käse jetzt gerade schon wieder zurück in den Kühlschrank getan, weil ich jetzt nochmal los muss. Ich muss einkaufen. Ratet mal, was ich vergessen habe. Zahnstocher. Ich glaube, mit denen komme ich nicht weit. Oh, das ärgert mich jetzt so sehr. Wir haben jetzt 6.52 Uhr. Um 7 Uhr machen die Geschäfte auf. Ah. Dann hole ich uns auch direkt was zu frühstücken. Dann kann ich, glaube ich, Kobi jetzt gleich ein Brötchen ins Bett bringen. So, ich bin wieder da. Ich habe Brötchen und eine Müllermilch. Und jetzt gehe ich ihn mal schnell oben wecken, weil wir haben schon 7:15 Uhr. Und wir dürfen auf keinen Fall heute zu spät kommen. Ich bin jetzt fertig gemacht. Haare habe ich ein bisschen gelockt, geschminkt bin ich fertig. Und jetzt haben wir 8.29 Uhr. Wir sind sehr gut in der Zeit. Kobi ist auch schon wach. Ich sitze gerade mit dem kleinen Mann mal eine Runde nochmal draußen. Der wird später von Kobis Mama abgeholt, damit er jetzt nicht den ganzen Tag hier alleine bleibt. Der bleibt jetzt hier ungefähr so 2-3 Stündchen und dann kommt sie ihn abholen. Da unten sind die Leckereien, die ich mitbringe. Und ja, ansonsten werde ich jetzt noch zu Ende packen. Ich muss hier so ein paar Sachen einpacken. Ich habe hier ja, so ein paar Kleinigkeiten geholt. Noch so ein bisschen Tischdeko, Mr. und Mrs. Marriott und so. Dann habe ich hier noch so ja, Konfetti-Knallkanonen geholt. 6 Stück und hier so noch so einen Torten. Oh nein! Das ist abgebrochen. Ach Mist, ja, dann müssen wir den auch cutten irgendwie. So, ja, auf jeden Fall so einen Tortenaufstecker, den ich dann nachher noch in den Kuchen reinstecken werde. Ja, so ein bisschen was Kram halt. Oh je, nee, es ist ganz dunkel. Und jetzt muss ich noch hier so ein paar Kamerautensilien einpacken, damit wir auch hier Akkus geladen, Kameras geladen, damit wir jetzt auch später fleißig Bilder machen können. Und ja, das wird Kobis Aufgabe sein. Ja, ansonsten, wir sind gut in der Zeit. Um 10 Uhr sollen wir, wie gesagt, da sein. Wir haben jetzt 8.30 Uhr, fahren ungefähr 40 Minuten. Alles toppi, die top. So, jetzt mache ich mich aber komplett ready, ziehe mir schon mal Schuhe an, pack alles soweit und dann düsen wir los. Pünktlich wie die Maurer oder wie sagt man so schön. Wir sind angekommen, 9.35
8:55 Uhr, um 10 Uhr sollten wir da sein. Und es ist noch niemand da, wir sind tatsächlich die Ersten, nicht mal die Braut ist da. Aber hier sieht man einmal, total süß, ist so der Eingang und hier ist Wedding. Das ist so süß. Also wir sind jetzt, eine ganz kurze Erklärung für euch, einmal im Garten von Bastis Eltern, weil wir leider aufgrund der aktuellen Lage nicht mit zum Standesamt dürfen. Total bescheuert. Ich nicht mal als Trauzeuge und Trauzeugin dürfen mit dorthin. Das heißt, ja, wir haben irgendwie so ein bisschen die Arschkarte gezogen. Aber ja, Julia hat auch jetzt gestern nochmal angerufen und gefragt, ob, also es dürfen momentan, nee, was heißt momentan, es dürfen, heute ist der Tag der Tage, also es dürfen die, klar, die Braut, der Bräutigam und jeweils zwei Elternteile, das heißt ja von beiden dann quasi Papa und Mama, dürfen mit rein, aber sonst niemand. Dann hatte Julia gestern nochmal angerufen und gefragt, ob vielleicht, wenn die Eltern dann raus sind, die Trauzeugen, also ich und quasi der beste Freund dann von Basti, schnell rein dürfen, quasi tauschen, wenigstens nur unterschreiben, aber ist leider nicht möglich. Ja, auf jeden Fall dementsprechend warten wir, während die zwei dann im Standesamt sind und sich verheiraten, hier bei den Eltern im Garten. Und hier wird halt wieder das alles schön aufgebaut. Da seht ihr schon mal so ein bisschen was. Ja, wir sind auf jeden Fall, wie gesagt, die Ersten. Hier ist noch nichts aufgebaut. Aber das werden wir jetzt alles erledigen. Da ist Schatzi, sieht super, super schön aus. Schaut euch mal diese geile Donutwand an. Ne, du siehst super schön aus. Diese geile Donutwand an, feiere ich richtig. Aber ja, Judith ist jetzt noch zu Hause. Da steppen wir jetzt kurz hin, weil wir was abholen müssen. Ja, let's go. Ich bin so müde. Du bist müde? Ja, komm, wir laufen jetzt ein Stück, dann wirst du wach. Wir sind jetzt bei Judith gerade angekommen und nehmen jetzt diese Riesengirlande mit. Schaut euch mal, wer hier ist. Ah, dreh dich mal um. Dreh dich um. Oh mein Gott, okay, wir holen jetzt hier auf jeden Fall ein paar Sachen ab. Noch Luftballons und Sis. Fette Girlande. Und die hängen wir jetzt drüben auf am Pavillon, wo ich euch gerade eben schon gezeigt habe. Und diese hübsche Maus macht sich jetzt fertig. Und dann komme ich später wieder und dann wird es ins Kino. Und dann wird es ins Kino. Dann hilft es uns gleich. Schwertransport hier. Wir machen uns da mal auf den Weg, ne? Ja. Er ist schon kommen hier. Ja. Geil. Tschüss. Tschüss. Was machst du jetzt? Schmeißt du mich raus? Mann, du bleibst hier. Du schmeißt mich raus. Und bei dir so? Ja, nix hier. So, hier ist alles zeitlich getaktet, ey. Richtig stressig. Wir hätten schon am besten eine Stunde früher kommen müssen. Aber ich habe Kobe jetzt da gelassen. Der Basti ist jetzt auch schon gekommen. So, Judith ist jetzt noch zu Hause mit Emma. Und da werde ich jetzt schnell hinflitzen, denn ich werde der Maus ins Kleid helfen. Und dann gleich zusammen mit ihr rübergehen. Damit sie dann, oder damit Basti sie dann das erste Mal im Kleid sieht. Es ist... Puh, kriege ich schon Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Ich bin total aufgeregt. Morgen, ihr Lieben, es ist der nächste Tag. Ich bin sowas von kaputt. Wir sind natürlich jetzt schon was länger wach und wir haben auch schon ein bisschen was erledigt, Papierkram gemacht und so. Jetzt gleich müssen wir noch ein paar Kampagnen was machen, aber Alter, ich bin richtig müde, ich habe Kopfweh, ich fühle mich schlapp. Aber es war so ein schöner Tag oder beziehungsweise Abend gestern. Ihr habt ja dann noch, ich glaube, die letzte Szene war, wie die zwei vom Standesamt gekommen sind. Kann das sein? Da haben wir dann noch die Konfettikanonen und ja, ab dann haben wir, glaube ich, gar nicht mehr gefilmt, weil dann ging eigentlich die Party quasi los. Also wir haben alle einfach nur Spaß gehabt, getanzt. Es war super, super schön. Wir waren bis, ich glaube, 11 Uhr oder 10:30 Uhr da.
hört sich gar nicht so lange an, aber wir waren ja von morgens 10 Uhr an da, also 12 Stunden. Und es war wirklich, ich habe auch gerade eben schon zu Kobi gesagt, es war einfach nicht eine Sekunde irgendwie langweilig oder so, wo man 12 Stunden da war. Es war einfach so ein schöner Tag und es macht einem so voll die Vorfreude auf die große Hochzeit. Es war einfach wundervoll und ja, jetzt sind wir auf jeden Fall richtig kaputt, aber es hat sich gelohnt. Und ja, Kobi ist jetzt gerade drüben im Büro auch ein bisschen am Rumtelefonieren. Ja, jetzt muss ich auf jeden Fall ein bisschen Wäsche waschen. Ihr seht da, das ist frische Wäsche. Aber oben liegt noch genug dreckige, die ich jetzt waschen muss. Wir sind im Wald. Die heute aussieht so nice. Hey Leute. Sieht richtig schön gerade aus. Ja, ne? Guck mal. Voll sommerlich. Sind ja auch 30 Grad. Er lächelt schon den ganzen Tag über mein Outfit. Ich finde das cute, wenn du meinen. Ich habe eine Radlershorts an, einen Sport-BH und darüber halt habe ich heute Morgen geworfen. Oh ja, geil. Er kackt, oder? Oh. Ja. Sehr gut. Bestes Gefühl, wenn man Hundeeltern ist. Und dann habe ich mir heute Morgen zum Runtergehen sein Hemd, was er gestern auf der Hochzeit anhatte, so drüber geworfen. Finde ich richtig cool, das habe ich jetzt schon den ganzen Tag an. Ja, voll cute. Und ja, wir sind jetzt gerade wie gesagt im Wald. Ja. Groß hat jetzt Häufchen gemacht. Das bedeutet, jetzt wird gespielt. Dann geh du vor, ich mach den Haufen weg. Ja, ich sitze gerade auf der Terrasse und bin das Video, also den Vlog, den ihr jetzt hier gerade seht, am Schneiden. Ist der Laptop, ich habe mir hier so ein paar Beeren hingestellt, eine Cola mit Eiswürfeln. Und ja, jetzt schneide ich und arbeite ich hier so ein bisschen. Ich wollte euch gerade mal zeigen, wie schön das ist. Ich bin ein bisschen außer Atem, weil ich gerade die Treppen hochgelaufen bin. Aber schaut mal, da geht jetzt gerade die Sonne unter und man sieht das in echt eigentlich viel mehr als auf der Kamera. Der ganze Himmel ist da eigentlich total orange und es ist so schön gerade. Die Temperatur lässt wieder ein bisschen nach. Einfach richtig angenehm. Ich wollte euch einfach nochmal sagen, wie dankbar wir euch für alles sind. Also es ist alles nicht selbstverständlich, dass ich jetzt hier gerade um 8:55 sitze und arbeite quasi. Und gerade in solchen Momenten wie gerade weiß ich das total zu schätzen. Und man kann euch eigentlich gar nicht genug danken. Aber es ist gerade einfach richtig, richtig schön. Ich genieße es gerade total. Und ja, jetzt schneide ich auf jeden Fall hier erstmal den Vlog weiter und melde mich dann später bei euch. Zack, da ist es auch fast schon dunkel. Ich glaube, jetzt erkennt man den Himmel da so ein bisschen besser, wie die Sonne da untergegangen ist. Richtig schön. Ich würde sagen, ich beende jetzt diesen Vlog hier. Kobi ist gerade noch unten am Streamen. Das heißt, ich werde jetzt alleine Tschüss sagen. Aber ich hoffe, dass euch der Vlog gefallen hat. Oder wir hoffen, der Vlog hat euch gefallen. Es war ein super, super aufregender Tag gestern. Und ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen die Magie spüren, die da in der Luft lag. Und ja, lasst uns auf jeden Fall sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, die nächsten sind dann wir, würde ich sagen, ne? Dauert noch ein bisschen, aber da freue ich mich auch schon mega, mega drauf, gestern so ein bisschen mitzuerleben und den ganzen Tag so zu fühlen. Bei uns wird es auch irgendwann soweit sein. Total crazy. Ja, wie gesagt, wir würden uns über ein Däumchen nach oben freuen und auch über einen lieben Kommentar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog wieder. Wir haben euch ganz, ganz, ganz lieb. Tschüss!